Ja, wieder da. Die Giuliano Bridge. Ich hatte vorher nie gewusst. Ich dachte immer, sie meinte die große Brücke oder so. Aber jetzt, wenn ich mir mit Logik angucke, falls ihr es auch in der Karte sieht, kann man nicht denken, was die Giuliano Bridge sein soll, weil eine der Stationen, also den blauen Punkt meine ich jetzt, heißt Giuliano Street. Und da in der Nähe, da ist die Brücke. Also das ist so halb Sinn. Aber warum die Brücke selber nicht Namen hatte, ich meine, wow. Ah, können Sie überhaupt fahren? Ja, ich kann fahren. Keine Panik, ich kann fahren. Er hat genau das gesagt. Keine Panik, ich kann fahren. Ich hätte nicht mal mehr gewusst, dass er... Kein Comment. Ihr seid okay. Vielleicht wundert ihr euch, warum die jetzt noch nicht ausgestiegen ist oder ich noch nicht verloren habe, weil... Ich hatte gesagt, dass wenn man Unfälle baut, dass man verliert. Und da passiert auch, wenn man genug Unfälle baut, aber... Die sind nicht so super harsch darauf jetzt so, wenn man jetzt einen Unfall baut, dass man gleich verliert, außer wenn er groß genug ist natürlich. Aber man darf auf jeden Fall keine Leute überfahren, da hat man sofort verloren. Ist ja egal wie schnell man versucht wegzufahren. Eigentlich kann ich ja die Musik ein bisschen lauter machen. Und jetzt habe ich auch gesehen, dass man Blut... Level anstellen kann. Ich weiß aber nicht, wie viel Blut oder wo Blut dann ist. Ich weiß, ich habe das nie angehabt, weil man es anscheinend manuell anmachen musste. Und da hat Windows wieder den Spaß gehabt, in denen ist das minimalisiert. Ich kann das Wort nicht aussprechen, ihr wisst aber, was ich meine. Also wird er gerade wieder ein super kurzer Schnitt gewesen sein. Ich habe keine Idee, wie ich das fixen soll. Aber ich wollte gerade erwähnen, dass ich jetzt hoffentlich nicht die Musik zu laut gestellt habe. Es ist hart zu sehen, was jetzt laut oder so ist, weil ich kann lauter sprechen, als ich die Musik höre, aber die Lautstärke, in der ich die Musik höre, ist nicht gleichzeitig die Lautstärke, in der das abgespielt, aufgenommen wird. Weil mein Headset kontrolliert, wie laut ich die Musik höre, während aber, weiß ich nicht, irgendwie sowas in der Art. Es ist seitdem ich das neue Headset habe, bin ich immer ein bisschen durcheinander, wie laut jetzt die Musik geht. Guten Tag, ich muss nach Hoboken zur Pokébar. Na klar, auf geht's. Seitdem bin ich halt immer ein bisschen durcheinander mit der Lautstärke des Zonen. Aber naja, werde ich irgendwie schon hinkriegen. Jetzt werde ich mal nicht eine neue Recording anfangen, weil ich ja sowieso gerade eine anfangen musste. Also, weil er ja abgestürzt ist. Hin und her, Taxi fahren. Ich weiß nicht mal, was ich das Video nennen werde. Taxi fahren. Oder Taxi oder was auch immer. Ja, ist alles in einem Video fast, weiß ich nicht. Also die Polizei. Ja, Polizei wird blau auf der Karte angezeigt. Wie ihr wohl vielleicht gesehen habt, wenn ihr auf dem Radar gedenkt habt. Okay. Lebensenergie, falls ihr die noch nicht gesehen habt, vielleicht hätte ich erwähnen sollen. Links unten ist die Lebensenergie. Ach ja, mit dem Autofahren kann man noch erwähnen. Jetzt ist das erste Mal, als ich das hatte. Das ist... also nicht das erste Mal, aber einer der ersten Male, dass die mich erwischt haben, wenn ich rot über die Ampel fahre. Jetzt ist wiederum die Sprache zu leise, also deren Sprache komplett zu die Musik. Irgendwie die Musik macht mir zu viel Ärger. Ich stell die wieder runter. Ich bin gerade durcheinander mit den Kontrollen. Nein, nicht schlagen. Einstein. Erstmal sein Taxi knüffeln. Das ist der beste Weg, in dem man zeigt, dass man ein guter Taxifahrer ist. Jetzt könnte ich entweder den langen Weg fahren oder eine Abkürzung nehmen. Ich glaube, ich nehme mal die Abkürzung. Auch wenn das schief gehen könnte, aber ich mache es einfach für Spaß. Wollen Sie uns umbringen? Nein, ich will dich nicht, weil vielleicht.
Vielleicht will ich dich umbringen, aber nicht so. Die Idee, die ich mich mit umbringe. Hier. Oh, warum fahren Sie so? Haben Sie Angst oder was? Weil du bist ein Taxifahrer, der irgendwie die eigenartigste Straße je fährt. Aber naja, es hat auch funktioniert. Das war die Abkürzung, die noch später wohl noch mehr als einmal benutzt wird. Jetzt hier um die Ecke, ich will nicht noch einen Unfall bauen, weil sonst wird der gleich genervt. Okay, Entschuldigung, dass ich so oft ins Menü gehe, aber ich bin mir die Lautstärke der Sprache vielleicht ein bisschen höher. Ja, das ist ein dummes Menü. Also, Optionsmenü. Hier. Soll ich den Rest etwa laufen? Zum Eingang bitte. Ja, du kannst auch fünf Dings laufen, du dummes Kind. Mann, ich mag den Typen. Hier, bitte. Ich meine, ich stand fast genau da. Ich muss zum Kaufhausparkplatz in Little Italy. Sind Sie frei? Kein Problem, fahren wir. Nehmen Sie bitte die Giuliano Bridge und dann den Tunnel. Das ist am kürzesten. Okay, jetzt aber wieder eine neue Recording. Ja, die Giuliano Bridge nochmal. Sie bringen uns um! Bring keinen. Oh. Hey, du läufst mir fast ins Auto, du dummes Kind. Ja. Immer noch Taxi. Auch wenn ich nie verstanden habe, warum die Leute sagen ihnen immer, welchen Weg ihr gehen soll, weil der Weg am kürzesten ist, aber du würdest erwarten, dass der Taxifahrer das am besten weiß. Vielleicht weil er ein Taxifahrer ist. Und er ist den ganzen Tag lang die Strecke fährt. Aber naja. Ich sagte, die Giuliano Bridge. Also, kennen Sie die nicht? Der Typ ist voll der... Ich will ihn aus dem Auto werfen und ins Wasser werfen. Aber ich meine, guck mal. Wenn ihr auf dem Kreuz guckt, die Giuliano Bridge. Genau dort. Ist der Typ behindert oder was? Es gibt keine andere Brücke in der Nähe. Die andere Brücke ist die große, die ist am Anfang nicht frei. Und die einzige andere Brücke ist ganz unten. Boah. Leute, echt. Voll die... Ey, Geisterfahrer ist nicht das richtige Wort. Gerade da ich der Typ bin, der über Rot fährt, aber naja. Naja. Ich sag, naja, immer noch ziemlich oft. Ja, find's eigentlich eine ganz schöne Stadt. Interessante Brücke. Viele verschiedene Autos. Also jetzt noch nicht super viele, aber wie man spielt, kommen immer neue Autos, werdet ihr sehen. Ja, rechts oben ist
ist ja immer der Zeit, die Zeit, wie lange man hat, um den dahin zu bringen und halt andere Sachen später. Halt, wie lange man hat. Aber da die Mission ja eher noch eine Trainingsmission ist, wie man fährt, ist die ja leicht. Also hat man viel Zeit. Was er macht, wenn man zu langsam ist. Ich meine, ein echtes Leben gibt es ja auch, weiß ich nicht, aber kann man echt den Taxifahrer sagen, du bist zu langsam. Das müsste reichen. Stimmt so. Perfekt geparkt, genau wo man nicht parken darf. Und ich brauche eine Pause. Und ein Baseballschläger. Die sind immer spaßig. Ich trank einen Kaffee und ruhte mich im Taxi aus, während ich auf neue Kundschaft wartete. Ich war ganz in der Nähe von Salieri's Bar. Himmel! Nein, die schöne Scheibe wurde gerade erst repariert. Hör mir nicht, du Ratte. Du hast Mr. Morello sehr verärgert. Wir werden dir eine kleine Lektion erteilen, damit du es nicht wieder vergisst. Diese Schweine hatten sich mein Nummernschild gemerkt und sich auf die Suche nach mir gemacht. Louis wird sich deiner Visage annehmen. Dafür, dass die Leute sich totgefahren haben, aber naja. Weil wir müssen hier wohl raus, weil... Mach ihn fertig. Wir verschwenden nur unsere Zeit. Es war klar, dass ich so schnell wie möglich da raus musste. Allein konnte ich dieses Monster niemals schaffen. Ich dachte mir, dass es für Mr. Salieri nun an der Zeit wäre, mir seine Dankbarkeit zu zeigen. Salieris Bar war gleich um die Ecke und der Anblick war verlockender als ein Baseballschläger auf meinem Kopf. Ja. Der holt da irgendwie was. Aua! Tut doch weh, aber hier fange ich eine neue Recording an.